hier von der Blockupy-Plattform. Wir sind eine Plattform von Einzelpersonen und von verschiedenen politischen Organisationen. Und heute ging es konkret darum, dass wir eine kämpferische Belegschaft bei H&M mit einer Blockadeaktion und mit einer Störung des Geschäftsbetriebs im Weihnachtswahnsinn zu unterstützen. Also wir haben uns versammelt an einem gemeinsamen Treffpunkt, wo so, ich schätze, so 70 bis 90 Leute sich versammelt haben, um dann gemeinsam aufzubrechen, möglichst unauffällig zur Filiale zu kommen, um nicht die Aufmerksamkeit der Polizei zu erlangen, was nicht ganz so geglückt ist. Dann hat es einen Teil in die Filiale reingeschafft, einen Teil nicht. Die haben davor dann mit Musik, mit Samba und mit Transparenten auf den Streik hingewiesen und Flyer verteilt. Dasselbe ist drinnen vonstatten gegangen. Wir haben dort Kundinnen und Kunden darauf hingewiesen, dass sie nicht einkaufen sollten, weil hier gestreikt wird. Wir haben Flyer in den Klamotten verteilt. Wir haben uns sehr, sehr lange in den Umkleidekabinen aufgehalten, um da eben auch den Geschäftsbetrieb zu blockieren. Und sind dann am Ende alle rausgegangen und hatten da dann noch Spaß mit Musik und Transparenten und haben Sprüche gerufen und auch die Leute vor dem Geschäft aufgeklärt, was gerade stattfindet hier. Wir haben gesehen, es war ein schon brutalen da vor der Polizei. Kannst du nochmal erklären, was da passiert ist? Ja, also ja, ich glaube, es ging mehreren Leuten so, mir auch, dass ich kurz an den Vordereingang gekommen bin und geguckt habe. Als ich wieder umdrehen wollte, sind mehrere Polizisten auf mich zugestürmt und meinten, nee, das geht so nicht, haben mich am Arm gepackt. Und ohne viel zu diskutieren, beziehungsweise ohne das abzuwarten, mich relativ rabiat aus dem Laden befördert. Also ich habe eigentlich gesagt, dass sie gar keinen Geiz in der Hand haben gegen mich. Also ich wollte eigentlich nur da rumlaufen. Das ist ja mein gutes Recht in so einem Laden, im öffentlichen Bereich. Aber ja, es wurde eben trotzdem nicht darauf Rücksicht genommen, dass das eigentlich nicht legitim ist und ich recht brutal vor die Tür befördert, möchte ich sagen. Ist das eure erste Aktion? Also Blockupy hat schon sehr viele Aktionen gemacht, aber grundsätzlich ist das jetzt die erste, die sich in Berlin, glaube ich, auf den Einzelhandel so richtig bezieht. Also richtige Aktionen, es gab Veranstaltungen mit Informationen und so. Aber sind ja auch sehr viele verschiedene Gruppen hier beteiligt. Also Blockupy Berlin ist jetzt der Veranstalter quasi, aber es gibt auch verschiedene Gruppen von so studentische Organisationen, die schon öfter bei den Einzelhandelsstreiks dabei waren und die auch schon öfter an der Filiale gestanden haben. Zum Beispiel am Sonntag, wenn gegen die Sonntagsarbeit gestreikt wurde, waren wir auch dabei und haben das mit unterstützt. Und weißt ihr, ob es in Weihnachten auch gestreikt wird? Also ich habe gehört, dass die nächsten Tage noch weiter gestreikt werden soll. Aber ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder ob das nur ein Gerücht ist. Aber es wurde auf jeden Fall gefordert von Beschäftigten, das weiß ich auf jeden Fall, dass möglichst viel gestreikt werden soll. Es hätte auch noch mehr im Weihnachtsgeschäft eigentlich gestreikt werden sollen. Und ich habe auch mitbekommen, dass es ein bisschen Knatsch gab innerhalb der Gewerkschaft oder zwischen den Beschäftigten und der Gewerkschaft, weil man nicht so viel gestreikt hat, wie man streiken sollte eigentlich oder wollte gewissermaßen. Also man hätte lieber noch mehr Druck gemacht in dieser Zeit, wo das Geschäft besonders gut läuft eigentlich. Warst du dabei beim Versammlung am Freitag? Ja, genau. Ich war bei der Versammlung dabei, also bei der Streikversammlung, die letzten Freitag beschlossen hat oder darüber diskutiert hat, wie mit dem Tarifvertrag oder mit dem Angebot des Tarifvertrags umgegangen werden soll und wo ja sehr viel Stimmung dagegen war, diesen Vertrag anzunehmen, insbesondere wegen der fehlenden Angleichung von Löhnen in Westdeutschland und Ostdeutschland und wo fast einstimmig dafür gestimmt wurde, keinen Tarifvertrag zu unterschreiben, wo diese Angleichung nicht drin vorhanden ist. Und was hat Verdi dazu gesagt? Ja, also sie haben ein wenig, versucht, realistisch zu diskutieren. Also das das ist ja immer die Ausdrucksweise dann, zu sagen, ja, okay, Angleichung in Berlin, West-Berlin, Ost-Berlin kriegen wir wohl hin, aber in Brandenburg werden wir wohl nicht hinkriegen. Aber eben die Stimmung bei den Beschäftigten, die gestreikt haben an dem Tag, war eben so tatsächlich, dass
man das nicht annehmen will, ohne eben so eine Angleichung hinzubekommen. Und da wurde auch ganz, ganz klar gesagt, wir müssen halt hier in Berlin, wenn wir gerade eine stärkere Position haben als die Beschäftigten in Brandenburg, dann müssen wir halt nach Brandenburg fahren, müssen dort in Brandenburg mitstreiken. Und deswegen gab es heute eine Aktion in Lübbenau auch mal wieder vorm Kaufland Lagerhaus. Und deswegen wird es auch morgen eine Aktion in Potsdam geben. Also sozusagen, wo auch die Berliner Streikenden dann eben mehr Solidarität mit Brandenburg zeigen. Weil in Brandenburg ist tatsächlich so, dass dort die Streikmacht etwas geringer ist, weswegen sich natürlich deswegen die Kapitalisten sagen, gut, da brauchen wir die Angleichung nicht vollziehen. Und da sozusagen gab es eben diesen Konflikt auf der Versammlung, wo dann die Beschäftigten ganz klar gesagt haben, nein, also wir müssen solidarisch sein, wenn wir jetzt nicht solidarisch sind, dann werden wir in der Zukunft abgekoppelt werden und dann wird es uns allen schlechter gehen. Wir von Waffen der Kritik und auch als Teil von Blockupy, von der Streik AG, die heute diese Aktion hier gemacht hat, sind seit Monaten an diesem Streik beteiligt auch. Also wir waren bei verschiedenen Aktionen dabei, sind immer dabei, selbst wenn wir keine eigene Aktion machen, eben solidarisch an den Streiktagen mit auf die Streikdemo zu gehen, auf die Streikkundgebung zu gehen, mit die Kunden aufzuklären, mit zu flyern, mit den Kollegen zu diskutieren und so weiter. Und das werden wir auf jeden Fall auch weitermachen. Denn was für uns ganz, ganz wichtig ist, also wir sind eine Studierendengruppe und wir wollen halt eine Tradition wieder aufbauen, die es mal gegeben hat in diesem Land und in anderen Ländern, dass Studierende und Arbeitende Seite an Seite kämpfen, weil sie letzten Endes in vielen Teilen ähnliche Interessen haben. Und gerade was man ja heute sieht, die immer weiter voranschreitende Prekarisierung, die auch Studierende ganz, ganz hart trifft, weil ja auch zum Beispiel gerade bei H&M, wo wir heute stehen, arbeiten auch viele Studierende. Und wir wollen halt sozusagen darauf hinarbeiten, dass Studierende und Arbeitende gemeinsam kämpfen, gemeinsam für ihre Interessen kämpfen und deswegen werden wir natürlich jeden Tag bei dem Streik dabei sein, wenn es einen Streik gibt.